Waldweg 5, wir kommen sofort. Ein Mann liegt tot vor seinem Haus. Ich bin die Haushälterin. Ich wohne hier im Haus. Ich hatte meinen freien Tag. Ich komme also nach Hause und sehe, dass die Tür offen ist. Das Licht brennt. Dass da jemand liegt. Und sehe, dass es Herr Vidani ist. Gehen Sie ins Haus. Kein schöner Anblick. Der Mann ist erschossen worden. Zwei Einschüsse. Linker Oberarm und Brust links. Von dem Sturz eine Wunde im Hinterkopf. Ungefährer Zeitpunkt. Zweieinhalb Stunden. Also so wie es aussieht, kam er nach Hause, schloss die Tür auf, wollte rein und wurde von innen erschossen. Den Schlüssel hat er in der Hand gehabt, der liegt hier daneben auf Tafel 2. Er muss sofort tot gewesen sein. Im Haus ist niemand, wir haben niemand gefunden. Ja, Frau Vidani hatte eine Einladung heute Abend. Ich habe sie dort angerufen und ihr gesagt, was passiert ist. Sie sagte, sie wolle sofort herkommen. Sie können hier nicht rein. Frau Vidani, ich bin Kriminalhochinspektor Derrick. Es tut mir sehr leid, der Mann ist erschossen worden. Aus dem Haus heraus, das er gerade betreten wollte. Sie hatten nur ihren freien Tag. Es war doch gar niemand hier. Danach wurde ich auch schon gefragt. Ich konnte die Frage nicht beantworten. Es war kein Besuch angemeldet. Ihr Mann war ja auch nicht da. Und er hat nicht gesagt, dass er irgendjemand erwartet. Wo waren Sie denn, Frau Vidani? Ich war eingeladen bei einer Bekannten. Ich war bei ihr in der Wohnung. Wir bräuchten dann den Namen und die Adresse von ihrer Bekannten. Ja, natürlich. Ich war bei... Du müssten sie eigentlich kennen. Sie heißen Derrick? Ja, Derrick, ja. Ja. Derrick. Ja, die Dame jedenfalls kennt sie. Frau Dr. Voss. Frau Dr. Voss? Agnes Voss? Ja. Ärztin, Psychologin, hat ihre Praxis in der Denkstraße. Ne? Ja, bei der war ich, bei ihr zu Hause. Woher kennen Sie sie denn? Ich war ihre Patientin und das ist eine großartige Frau. Moment. Frau Dr. Voss? Ich habe mit Herrn Derrick gesprochen, er wartet auf mich. Die Verletzungen waren sofort tödlich. Ja, einer der Schüsse traf ins Herz. Dass dieser Mann ein Herz gehabt haben soll, wundert mich. Ich weiß, was ich jetzt durchmache, meine Liebe. Derrick, keine schöne Begegnung, die wir haben. Brauchen Sie Frau Vidani noch für irgendwelche Aussagen? Sehr viel hat sie uns nicht sagen können. Im Moment brauchen wir sie nicht. Bringen Sie sie doch bitte nach nebenan, ja? Ich komme dann gleich nach. Sie ist meine Patientin. Ich wollte sie nicht alleine lassen in diesem Augenblick, wie ich schon sagte. Wer hat den Mann erschossen? Das wissen wir noch nicht. Herr Vidani schloss seine Haustür auf, öffnete sie und schaute seinem Mörder ins Gesicht. Er war im Haus. Und Fenster und Türen, alles war geschlossen. Der Mörder muss auf eine ganz normale Art ins Haus gekommen sein. Da gibt es ja nur zwei Möglichkeiten, nicht? Entweder man hat ihn reingelassen oder er hat einen Schlüssel gehabt. Derrick, könnten Sie mich morgen in meiner Praxis besuchen? Ich möchte Ihnen mehr erzählen über den Mann, der da draußen umgebracht wurde. Können wir nicht jetzt sofort darüber sprechen? Sie wissen doch, wie wichtig Informationen sind, die man sofort bekommt. Sie meinen die ersten heißen 8 Stunden nach einem Mord? Keine Angst. Der Mörder läuft Ihnen nicht weg. Aber ich habe jetzt keine Zeit. Tja, das klang doch irrsinnig trostreich. Der Mörder läuft uns nicht davon. Eigensinnig war sie immer schon. Tja, das klang doch irrsinnig trostreich. Der Mörder läuft uns nicht davon. Eigensinnig war sie immer schon. Guten Morgen, Derrick. Guten Morgen, Frau Doktor. Haben Sie jetzt Zeit für mich? Sicher, ich habe Sie doch erwartet. Ich habe im Haus übernachtet. Frau Vidani war ganz aufgelöst.
Ja, jeder Mensch hat seine eigene, ihm gegebene Standfestigkeit. Nichts kann sie umwerfen. Andere biegen sich im Wind, aber man kann sie nicht entwurzeln. Und dann gibt es Menschen, die bei jedem Winter auch allen Halt verlieren. Und so ein Mensch ist Frau Vidania. Sie hat viel ertragen müssen, was man kaum ertragen kann. Einen solchen Mann. Aber bevor ich Ihnen mehr dazu sage, sollten Sie mit Dr. Dahlau sprechen. Dahlau, Moment. Staatsanwalt, ich erinnere mich. Der wird Ihnen sagen, was Vidania für ein Mann war. Vidania Ludwig Karl, Kaufmann, 52 Jahre alt, mehrfach angeklagt wegen Vergewaltigung. Bitte. Danke. Muss man ganz krass zu sagen, was andere Leute in der Hose haben, hat der im Kopf. Und nur das. Es hat seinen Schädel so sehr ausgefüllt, dass irgendwas anderes darin kaum noch Platz hatte. Der letzte Fall, eine 18-jährige Schülerin einer Haushaltsschule. Sie hatte die S-Bahn verpasst und ging zu Fuß. Es war dunkel. Der Weg führt durch ein Waldstück. Ein Wagen fährt an ihr vorbei und hält an. Der Fahrer, es war Vidania, bietet dem Mädchen an, es mitzunehmen. Mit den Worten, haben Sie denn hier so allein gar keine Angst? Sie hatte Angst und stieg ein. Vidania fuhr nicht aus dem Wald hinaus, er fuhr immer tiefer hinein. Er vergewaltigt das Mädchen. Auf der Polizeiinspektion hat man das Mädchen fotografiert, so wie sie aussah. Mit zerrissener Kleidung, mit Wunden am Körper. Was empfinden Sie bei diesem Bild? Es steht auf Ihrem Schreibtisch. Es hilft mir zu wissen, weshalb ich hier sitze und in welchem Auftrag. Und in welchem Auftrag sitzen Sie hier? Was wollen Sie hören? Es wäre mal eine Gelegenheit, von der hohen Aufgabe zu sprechen, die Gerechtigkeit wiederherzustellen, die verletzt worden ist. Ich kenne Ihre Vorliebe für obskuren Humor, Herr Derek. In gewisser Weise haben Sie recht. Es berührt mich, wenn ich das Bild ansehe. Ich ergreife Partei. Und das tun Sie auch. Als Frau Dr. Voss mich angerufen hat, um mir zu sagen, dass Sie bei mir vorbeikommen, da wusste ich sofort, zeig ihm das Bild dieses zerstörten Menschen. Zerstörte Menschen zu sehen, ist für mich nichts Neues. Sie haben sich daran gewöhnt? Nein. Das Mädchen hat Anzeige erstattet? Ja, natürlich. Aber nach wenigen Tagen wurde die Anzeige zurückgezogen. Alles, was geschehen ist, sei im Einverständnis mit dem Mädchen passiert. Was sie dann auch bestätigt hat. Und zwar Wort für Wort. Der Vater des Mädchens hat jetzt eine Stellung in der Firma Vidania. Eine ganz gute Stellung, die auch entsprechend bezahlt wird. Auch deswegen steht das Bild da. Ich werde nicht fertig damit. Tröstet es Sie, dass der Verursacher aller dieser Leiden tot ist? Sie stellen mir eine private Frage, die ich gern privat beantworten würde. Aber nicht hier in meinem Amtsraum. Das ist für mich mehr als bloß ein Büro. Ich habe erfahren, das Mädchen hat die Anzeige zurückgezogen. Ja, und der Vater hat ein Angebot angenommen. Er hat jetzt seinen Schreibtisch in der Firma Vidania. Aber Sie wollten sicher über etwas ganz anderes mit mir reden. Woher kennen Sie Frau Vidania? Sie kam als Patientin zu mir. Sie vertraute mir etwas an, was Ihren Mann betrifft. Und was Sie selbst betrifft. Ach, darüber können Sie natürlich nicht sprechen. Oder? Können Sie darüber sprechen? Frau Vidania hat es mir erlaubt. Mehr noch, ich kann es Ihnen noch vorführen. Ich habe hier eine Videokamera, die während meines Gesprächs mit dem Patienten auf ihn gerichtet ist. Ein Hilfsmittel für mich. Ich kann noch einmal abrufen, was gefragt und was geantwortet wurde. Ich sehe die Körperreaktionen desjenigen, mit dem ich gesprochen habe, und kann daraus Schlüsse ziehen, die für meine Arbeit wichtig sind. Sie werden Ihre Besucher um Erlaubnis gebeten haben, das zu tun. Ja, wir sehen uns anschließend die Aufzeichnungen an und ich bespreche alles mit Ihnen. Wenn das geschehen ist, dann werden die Bänder im Beisein der Betroffenen gelöscht. Und jetzt werden Sie mir etwas zeigen, was nicht gelöscht worden ist. Frau Vidania bat mich darum, es nicht zu löschen, weil es vielleicht noch einmal eine Rolle spielen könnte. Nein, er ist krank. Er muss krank sein oder verrückt. Wir schlafen in verschiedenen Zimmern, weil er wollte es so. Er sagte, wenn ich neben dir schlafe, dann regt mich das nicht auf. Er will, dass ich Angst habe und dass ich auch zeige, dass ich Angst habe. Und das habe ich ja irgendwie auch
auch mitgemacht. Er geht manchmal nachts aus und dann frage ich ihn, mit wem und warum und wohin. Und dann sagt er, allein. Er sagt, ich gehe allein. Es macht mir Spaß, mich rumzutreiben, allein durch die Straßen zu gehen oder zu fahren. Neulich Nacht kam er zu mir, hat mich aufgeweckt, riss mir die Decke weg und schrie, hör mir zu, ich will, dass du mir zuhörst. Und dann sagt er, du kennst doch diese Bahnunterführung, da wo es zum Romanplatz geht, da das lange, der lange Tunnel und dann der Eingang zur S-Bahn. Und da stehe ich dann und warte. Und warte, dass jemand seinen Zug verpasst. Und wenn der jemand dann eine Frau ist, dann läuft ihm was ab. Frau Vidal entsetzlich aufgeregt, sah am nächsten Tag in der Zeitung nach und fand nichts. Hat ihr seine Träume erzählt? Seine Wunschträume. Ich sagte zu Frau Vidal, sprechen Sie mit Ihrem Mann. Sagen Sie ihm, Sie seien bei mir gewesen. Und ich würde mich gerne mal mit ihm teilen. Wollen Sie sagen, er ist gekommen? Ja. Meine Frau hat mir erzählt, dass Sie neugierig auf mich sind. Ja, meine Frau sagte neugierig. Das Wort hat mitgeholfen, mich zu entscheiden. Also hier bin ich. Als Objekt Ihrer Neugierde. Sie erzählen Ihrer Frau Träume, in denen Sie Frauen vergewaltigen. Ich gebe gleich etwas zu. Ich kann keine Frau ansehen, ohne sie im Geiste auszuziehen. Mich auch? Ja, natürlich Sie auch. Und ich bin der Meinung, jeder tut das, jeder Mann. In den Träumen, die ich meiner Frau erzähle, ist das Erlebnis eine Frau, die nur Frau, nur Gegenstand ist. Ein Stück Natur. So wie man selber ein Stück Natur ist. Ist die Natur krank? Bin ich krank, wenn ich Ihnen jetzt erzähle, was ich gestern Abend erlebt habe? Also, manchmal, wenn ich nachts allein bin und dann losgehe... Dann fing er an, mir einen seiner makabren Träume zu beschreiben. Aber das kennen wir ja. Ja, aber es ist hier nur von Träumen die Rede. Nicht von vollzogenen Verbrechen. Bis Frau Vidania mich anrief und sagte... Er hätte ihr eine Vergewaltigung erzählt, die am nächsten Tag in der Zeitung stand. Was? Tja, und dadurch erfuhr sie, dass es kein Traum war. Und niemand, der ihn anzeigen konnte, ja? Außer dieser kleinen Haushaltsschülerin. Naja, sie hat ihm angezeigt. Haben Sie eine Vermutung, wer der Mörder von Vidania sein könnte? Wenn Gott alle Menschen liebt, wie es heißt, dann liebt er auch Mörder. An anderer Stelle heißt es, dass Gott den Sünder in die Hölle schickt. Man findet sich da schwer zurecht. Möglicherweise darf ich mir wünschen, wohin der Tote nun auf dem Weg ist. Ich neige dazu, der Hölle den Vorzug zu geben. Ich werde mich mal um den Vater kümmern. Schon wieder die Kriminalpolizei. Wo ist Kerkel? In der Registratur, nehme ich an. Soll ich durchstellen lassen? Ja, natürlich. Aber warten Sie noch einen Augenblick. Ich gehe selber rüber. Ich will wissen, worum es geht und was er sagt. Die Kriminalpolizei ist am Telefon. Sie wollen Sie sprechen. Warum denn? Was wollen die denn noch? Es gibt eine neue Situation. Vidania ist tot. Er ist erschossen worden. Da ist das Gespräch. Sprechen Sie mit dem Mann. Hallo? Spreche ich mit Herrn Kergel? Nein, mein Name ist Eppler. Ich bin der Kompagnon von Herrn Vidania. Herr Kergel ist gerade in der Mittagspause. Darf ich fragen, um was es geht? Kann ich jetzt zu Ihnen kommen? Ich möchte auch Sie gerne mal kennenlernen. Natürlich. Der Mann kommt hier. Dann muss ich ja wieder Fragen beantworten. Ich will das nicht. Sagen Sie ihm, man soll mich in Ruhe lassen. Wovor haben Sie eigentlich Angst? Sie brauchen dann das zu sagen, was Sie bereits gesagt haben. Das haben wir doch sehr gut gemacht. Man hat Ihre Vorstellung akzeptiert, weil man sie akzeptieren musste. Ich habe doch keinen Fehler gemacht. Ich könnte Sie jetzt entlassen. Vidania ist tot. Er braucht Sie nicht mehr. Ihm dürfte es jetzt egal sein, was Sie von sich geben. Aber ich entlasse Sie nicht. Und Sie bleiben bei Ihrer Version.
Denn wenn Sie jetzt die Wahrheit sagen, ist Ihnen eines sicher. Verachtung. Totale Verachtung aller sogenannten anständigen Menschen. Also seien Sie ein netter, höflicher Angestellter, der nichts weiteres zu tun hat, als sich auf unserer Gehaltsliste wohlzufühlen. Ich habe hier jahrelang mit ihm zusammengearbeitet. Als sein Kompagnon. Das Ende. Ein brutaler Mord. Den ich aufzuklären habe und deswegen bin ich hier und spreche auch mit Ihnen. Ja, Sie waren sein Freund. Das ist zu viel gesagt. Ja, aber es ist doch anzunehmen, dass Sie ihn gut gekannt haben. Ja, natürlich habe ich ihn gut gekannt. Bis in seine Träume hinein? Ja. Aber die Träume, die jemand hat, sind seine Privatsache. Wir haben nie darüber gesprochen. Bis Sie darüber sprechen mussten, nach der Anzeige des Mädchens. Ja, wir haben dann darüber gesprochen. Und Sie haben es erreicht, dass das Mädchen die Anzeige zurückzog. Ich habe nichts erreicht, denn ich habe nichts unternommen. Sie haben den Vater des Mädchens eingestellt. Ich habe ihn nicht eingestellt. Wie dann? Er hat ihn eingestellt. Haben Sie sich mal Gedanken über den Mörder gemacht? Ja. Ohne zu einem Ergebnis zu kommen. Aber das ist ja schließlich nicht meine Aufgabe, sondern die Ihre. Ich beneide Sie nicht. Kann ich jetzt mit Kergel sprechen? Herr Kergel? Das ist Oberinspektor Derrick von der Mordkommission. Guten Tag. Guten Tag, Herr Kergel. Aber wirklich einen hübschen Arbeitsplatz haben Sie hier. Ja, Herr Kergel hat sich schon sehr gut bei uns eingelebt. Er ist ein fleißiger Mann mit einem guten Gefühl für Ordnung. Wir sind sehr froh, dass wir ihn haben. Sie werden ihm sicher sagen wollen, weswegen Sie hier sind. Ja, ich möchte mit ihm allein sprechen. Sie werden noch einen so tüchtigen Mitarbeiter mal für ein, zwei Stunden entbehren können, nicht? Natürlich. Ich habe einen Wunsch. Würden Sie mir erlauben, vorauszugehen? Ich würde meine Tochter gerne vorbereiten darauf, dass wieder jemand von der Polizei mit ihr sprechen will. Ja, ja, gehen Sie mal. Gehen Sie. Danke. Dina, das ist... Ich habe Ihren Namen nicht. Derrick, guten Tag, Frau Kergel. Haben Sie einen Moment Zeit für mich? Dina, du bist etwas gefragt worden. Lassen Sie mich mal mit Ihrer Tochter für einen Augenblick rein. Du kannst doch nicht einfach so da sitzen. Entschuldigung. Ich bin dann unten auf dem Hof. Mhm. Mein Vater sagt, dass Sie mich etwas fragen wollen. Ja, Sie sind beschäftigt, Sie arbeiten ja. Biochemie? Nahrungsmittelchemie. Interessiert Sie das? Nein. Hören Sie, ich habe gar keine besonderen Fragen an Sie. Ich möchte Sie eigentlich nur kennenlernen. Ich will Sie nicht quälen. Ich will Ihnen keine Fragen stellen, die Sie schon beantwortet haben. Ihr Vater hat bei Vidania eine Stellung angenommen. Wenn Sie dazu Fragen haben, die habe ich schon beantwortet. Na, vielleicht diese. Lieben Sie Ihren Vater? Ich liebe ihn. Ich werde Ihnen mal den Eindruck sagen, den ich von ihm habe. Er ist hilflos und unsicher. War er das immer schon? Das war er immer. Und Ihre Mutter? Hat meinen Vater verlassen. Ich kenne sie nicht. Wissen Sie, lieben und nicht lieben, das geht ziemlich durcheinander. Sagen Sie jetzt, was Sie von mir wollen? Haben Sie da wie dann hier wiedergesehen? Nein. Ich habe hier ein Tatortfoto. Er wurde erschossen, da liegt er. Er wurde aus dem Haus heraus erschossen, fiel rückwärts und, da liegt er. Danke sehr. Aber ich möchte es nicht behalten. Hat es Ihnen etwas gebracht, dass Sie mit mir gesprochen haben? Ich überlasse Sie jetzt wieder Ihrer Lebensmittelchemie. Es war gut. Das, was Sie mir gerade gezeigt haben, das spricht für ein sehr starkes Gefühl. Hey Vater, was machst denn du hier? Ist irgendwas los? Warum bist du nicht in der Firma? Sag bloß, die haben mich wieder rausgeworfen. Nein, sie haben mich nicht rausgeworfen.
Oben ist ein Kriminalbeamter, der mit Dina spricht. Wieso denn schon wieder? Was soll denn das? Weil ja Vidania tot ist. Aber sie hat ihn doch nicht umgebracht. Aber jetzt kommt alles wieder zur Sprache. Alles, was nicht gut ist. Nun, haben Sie alles erledigt? Hm. Konnten Sie mit meiner Tochter sprechen? Hat sie Ihnen geantwortet? Ja, sie hat mir geantwortet. Das ist der Bruder von Dina. Guten Tag. Tag. Darf man denn jetzt raufgehen? Ja, natürlich gehen Sie rauf. Danke sehr. Ihnen wird der Name Vidania auch geläufig sein. Natürlich. Und jetzt ist er tot. Was sagen Sie dazu? Was soll ich dazu sagen? Gar nichts. Aber Sie wissen doch, welche Rolle er im Leben Ihrer Schwester gespielt hat. Natürlich weiß ich das. Ja, und jetzt ist er tot und Sie zucken nur mit den Achseln, ne? Können Sie mir sagen, was ich sonst tun soll? Lieben Sie Ihren Vater? Tja, mit der Frage können Sie auch nichts anfangen. Nee. Und Ihre Schwester? Aber ich meine Schwester liebe, oh ja. Wir beide, wir sind... Und sie würden alles für Sie tun, ne? Würden Sie doch. Der Kriminaldirektor fragt, wie die Ermittlungen stehen. Das frage ich dich auch. Sag mal, was machst du eigentlich? Ich gehe rum und spreche mit den Leuten, um sie kennenzulernen. Ich habe da ein ziemlich blödes Gefühl. Ich glaube, ich habe mit dem Mörder schon gesprochen. Ach, Derek. Ja, Frau Doktor. Guten Tag. Pünktlich auf die Minute. Ja, das ist mein größter Fehler. Ich bin gespannt, was Sie rausbekommen haben. Sie haben sich den Vater angesehen? Ja, beide. Vater und Tochter. Eine Unterhaltung auf der Basis eines Verhörs. Das ist ziemlich heikel, wissen Sie. Man muss dann auch so hineintauchen in die Psyche anderer Menschen. Wie weit sind Sie gekommen? Nicht bis auf den Boden noch nicht, nein. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Ich habe auch mit beiden gesprochen. Ach, und das haben Sie auf Band genommen, ja? Ja. Und Sie haben die Bänder nicht gelöscht? Ich weiß, dass ich gegen meine Grundprinzipien verstoße, aber dieser Fall ist ein besonderer Fall. Was hat den Vater, was hat die Tochter eigentlich veranlasst, hierher zu kommen? Der Staatsanwalt hat sie dazu überredet, nachdem das Mädchen die Anzeige zurückgezogen hatte und der Vater seine neue Stellung antrat, bei dem Mann, der seine Tochter vergewaltigt hatte. Ich habe die Kassette bereits eingelegt. Ich habe eine Anstellung angenommen auf... als Folge einer... Bekanntschaft meiner Tochter, die zufällig zustande kam, bei der es Missverständnisse gegeben hat. Daraus wird jetzt etwas konstruiert, etwas ungeheuerlicher Vorwurf. Als hätte ich meine Tochter gebeten, die Anzeige zurückzuziehen. Als hätte ich zu ihr gesagt, hilf mir, was willst du denn eigentlich? Der Mann bereut doch, was er getan hat. Er will ja alles wieder gut machen. Von dir wird nur verlangt, etwas zu vergessen. Mein Gott, der Mann hat dich doch schließlich nicht umgebracht. Und das haben Sie nicht gesagt? Nein, ich bitte Sie. Meine Tochter müsste mich doch bis auf den Tod verachten. Tut sie das nicht? Wenn sie die Anzeige zurückgezogen hat, weil Sie sie darum gebeten haben, weil der Vergewaltiger nun Ihr Arbeitgeber ist, dann werden Sie Ihre Verachtung aushalten müssen. Es tut mir leid, Derek. Sie werden sicher gemerkt haben, dass ich mich falsch verhalten habe. Ja. Schauen Sie, Sie haben dem Mann deutlich zu verstehen gegeben, dass Sie ihn verachten. Ja, meine Arbeit beruht auf einer Grundvoraussetzung. Auf Distanz, die ich nicht verlieren darf. So. Und jetzt die Tochter. Sie ist auf demselben Band. Was wollen Sie von mir? Ich habe doch schon alles gesagt, was ich sagen musste. Ich möchte mit Ihnen noch gar nicht über Vidania sprechen, sondern über Ihren Vater. Sie haben doch selbst schon mit ihm gesprochen. Wollen Sie Menschen erklären? Zunächst denkt jeder, der Vater ist etwas ganz Besonderes, bis er die große Entdeckung macht. Er ist nichts Besonderes. Also fragen Sie mich nicht nach meinem Vater. Was stellen Sie fest? Das, was ich schon bei ihr zu Hause festgestellt habe, das Vorhandensein starker Gefühle. Jetzt habe ich aber eine Frage an Sie.
Sind Sie in diesem Fall kein ganz Außenstehender? Nein, Derek, das bin ich nicht. Die Frau ist für mich ein Phänomen. Hör ich Frau Dr. Voss? Sie hat mir ein Geständnis gemacht. Nämlich, dass sie in diesem Fall nicht ganz unbeteiligt sei. Dass sie mit Haut und Haaren in diesem Fall drinsteckt. Also nochmal. Vidane wurde erschossen und hat seiner Frau seine ganzen wilden Träume erzählt. Und sie ist bei Frau Dr. Voss. Unsere Schlussfolgerung war, dass Frau Vidania als Täterin ausscheidet. Weil sie ein Alibi hat. Zugleich hat aber Frau Dr. Voss ebenfalls ein Alibi. Und du meinst, dass Frau Dr. Voss als Täter in Frage kommt? Kann ich das ausschließen? Mir gehen die ganzen Namen nicht aus dem Kopf. Das ist wie auf einem Fließband. Frau Vidania, dann kommt Frau Dr. Voss, dann ist da Dina Kergel, der Bruder, der Vater. Der Vater, das ist eine sehr interessante Figur. Ich weiß nicht, ob der komisch ist oder ob der tragisch ist oder vielleicht beides zugleich, ich weiß es nicht. Jedenfalls, der hat jetzt viel auszuhalten. Hallo, mein Lieber. Ich habe Sie gestern gar nicht mehr gesehen, um Sie zu fragen, was der Kriminalbeamte eigentlich von Ihnen gewollt hat. Er wollte mit meiner Tochter sprechen. Ach ja, und was ist dabei rausgekommen? Sie ist bei dem geblieben, bei dem, was sie gesagt hat. Ja, in Ordnung dann. Wie geht's Ihrer Tochter? Soweit ich weiß, ganz gut. Ich habe sie ja auch gesehen, als ich mit Vidania bei Ihnen war, um in der Sache zu einer gemeinsamen Auffassung zu kommen. Vidania war sehr froh, dass wir schließlich die Sache auf eine Weise zu Ende gebracht haben, die jedem gefiel, auch Ihrer Tochter. Er sagte mir, und das meinte er ganz ehrlich, ein aufregendes Mädchen. Das war auch meine Meinung, ist es noch, dass Sie da eine ganz reizende, aufregende Tochter haben, die einen Mann schon dahin bringen kann, sie zu wünschen, näher mit ihr bekannt zu werden. Auch ich hätte nichts dagegen. Es gibt einen alten Spruch, Kerl. Vorteile muss man suchen, Nachteilen geht man aus dem Weg. Guten Tag, Frau Doktor, Sie auch hier? Aber ich weiß ja, Sie sind gute Freundinnen geworden, nicht? Wir sehen uns öfter. Wir führen immer sehr angeregte Unterhaltungen. Daran wollen Sie wohl jetzt nicht teilnehmen. Also, worum geht's? Ja, wir sprachen über diesen Vater, nicht wahr? Der, wie wir alle glauben, ja aus der Vergewaltigung seiner Tochter ein Geschäft gemacht hat. Sie sagten, Verachtung, die Sie aushalten müssen. In der Verachtung steckt er nun mittendrin. Seine Tochter ist ausgezogen und sie ist zu einer Freundin gezogen und jetzt steht er draußen vor dem Haus auf der Straße und wartet darauf, dass sie mit ihm spricht. Aber sie kommt nicht runter. Derek, es gibt doch einen Grund, warum Sie uns das jetzt erzählen. Ja, Sie haben doch selbst gesagt, dass Sie in diesem Fall nicht ganz unbeteiligt seien. Wir haben da nicht weiter drüber gesprochen. Aber Sie haben mich nicht vergessen. Nein. Ich bedauere den Mann, der sich offensichtlich in einer Notsituation befindet, aus der es keinen Ausweg gibt. Ich wollte mit Dina sprechen. Aber sie lässt mich nicht rein. Sie macht einfach die Tür nicht auf. Ich möchte, dass du zu ihr hingehst. Dir wird sie die Tür aufmachen. Und dann sag ihr Folgendes, dass ich hier auf sie warte. Weil ich etwas mitzuteilen habe. Kannst du mir auch gleich sagen, was du ihr zu sagen hast? Ich habe Vidania umgebracht. Als ich die Stellung angetreten hatte, ist Vidania zu mir gekommen und hat gesagt, ich hatte einen Riesenspaß mit deiner Tochter, aber es muss ja nicht das letzte Mal gewesen sein. Er sagte, hier ist mein Hausschlüssel. Gib ihn ihr. Sie kann jederzeit Gebrauch davon machen. Ich habe dir den Schlüssel nicht gegeben. Aber ich habe ihn benutzt. Ich bin in das Haus gegangen, habe auf ihn gewartet und dann habe ich ihn erschossen. Haben Sie schon gehört? Mein Vater hat es getan. Er hat den Schlüssel zum Haus gehabt, von Vidania selbst. Das konnte sich doch niemand erklären, wie jemand ins Haus kommt, ohne das Fenster oder Türen. Wo ist denn Ihr Vater jetzt? Sie nehmen gerade sein Geständnis auf.
Ach, die neuesten Nachrichten haben Sie hier gebracht. Ja, ich habe es erfahren von Frau Vidalia. Jetzt haben Sie Ihren Mörder. Nein, ich habe jemanden, der sich selbst beschuldigt. Ich persönlich glaube nicht, dass er der Täter ist, bitte. Vidalia wurde erschossen. Wo ist die Tatwaffe? Sie haben doch Kergel sicher danach gefragt. Er zugegeben habe, eine Pistole konnte sie nicht mal beschreiben. Dann sagte er, er habe sie weggeworfen, wusste aber nicht mehr wohin. Er wunderte sich überhaupt, dass wir der Tatwaffe so viel Bedeutung beimessen. Und dann, naja, dann haben wir uns auf die Isar gegen Praterinsel in diesem Areal. Auf das haben wir uns geeinigt. Warum beschuldigt er sich, wenn er nicht der Mörder ist? Er bettelt um die Liebe seiner Tochter. Er muss doch nicht gleich ins Gefängnis? Ich weiß es nicht. Es gibt da noch ein Problem. Die Pistole ist noch nicht gefunden worden. Die glauben noch nicht, dass mein Vater gelogen hat. Sie hat Selbstmord getan. Frau Vidalia ist tot. Gift genommen. Da kommen wir der Hilfe zu spät. Konnte sie noch was sagen? Nein. Ist ein Abschiedsbrief gefunden worden? Wir haben auch danach gesucht, aber wir haben nichts gefunden. Danke. Wer hat denn die Tatwaffe in die Isar geworfen? Sie? Nein, ich habe die Pistole nicht in die Isar geworfen. Frau Vidalia? Was wollen Sie noch wissen? Warum sie sich umgebracht hat? Damit sie ihr keine Fragen mehr stellen kann. Das bedeutet Derek. Lassen Sie es so, wie es ist. Das ist genau das, was sie wollte.